Kennst du das auch? Du wachst morgens auf und dein Wohnmobil ist kalt, weil über Nacht die Gasflasche leer geworden ist? Wie wäre das, wenn du in Zukunft messen kannst, wie voll deine Gasflasche ist und du vorzeitig deine Gasflasche tauschen könntest, weil du es einfach messen kannst? Wenn du wissen willst, wie man die Gasflasche messen kann, beziehungsweise den Inhalt der Flasche messen kann, dann bleib schön dran. Wenn dir mein Video gefällt, dann lass mir gerne ein Abo und auch über ein Like würde ich mich sehr freuen. Und natürlich, wenn du mich abonnierst, verpasst du keines meiner Videos mehr. Hi, ich bin der Markus und wie eben schon im Intro erwähnt, ich will heute dir zeigen, wie ich den Gasinhalt meiner Flasche messe. Und dazu brauche ich natürlich einen Sensor. Dieser Sensor ist dieser Sensor hier von der Firma Mopica. Das habe ich bestellt über Amazon. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr darüber bestellt, kein Thema. Für euch kostet es nicht mehr und ich verdiene ein paar Cent daran. Also, ich werde auf die Funktionen dieses Sensors eingehen. Ich werde auf die Positionierungen eingehen, was man beachten sollte. Zum Schluss werde ich auf die Inbetriebnahme eingehen. Die Inbetriebnahme wird in zwei Teile sein. Das ist einmal die Inbetriebnahme über die Handy-App, sorry. Und einmal über das Victron-System. Und wenn ihr dran bleibt, dann bekommt ihr noch meinen Geheimtipp, wie ihr das richtig konfigurieren könnt. Also, schön dranbleiben. Ja, die Funktion, beziehungsweise wir packen das Ding mal aus, ne? Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Na, ein bisschen schwierig manchmal, aber ansonsten geht's. So, also was ist erstmal dabei? Dabei ist so eine kurze Beschreibung. Diese Beschreibung ist leider in Englisch. Ne? Hier mit nochmal so einem Beipackzettel. Ne? Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. So in der Art. Naja, dann haben wir den Sensor, das wichtigste Teil, so sieht er von vorne aus, und einmal so eine Paste, ich würde jetzt sagen, einfach mal so eine Ultraschallpaste. Ja, und da habe ich auch schon das Stichwort gegeben, Ultraschall. Das ganze Ding funktioniert über Ultraschall. Hier in der Mitte, ich zeig's mal, dieses schwarze Ding ist nichts anderes wie ein Ultraschallsensor, der von die Höhe in deiner Flasche misst. Also man muss sich das vorstellen. Der gibt ein Signal raus, das Signal wird von der Oberfläche zurückgegeben an den Sensor und darüber kann der dann messen. Wie ist der ganze Sensor aufgebaut? Hier sind zwei Magneten dran, die brauchen wir natürlich nachher auch noch, das ist ganz wichtig. Und hier drin ist eine Knopfzelle. Die Knopfzelle ist vorinstalliert, also das heißt, der Sensor ist betriebsbereit, sodass wir ihn anlernen können. Als ganz wichtiger Hinweis, das Ding funktioniert über Bluetooth. Also wenn ihr es mit dem Handy nutzt, muss das Bluetooth eingeschaltet sein. Und wenn ihr die Victron-Geräte nutzt, beziehungsweise den Servo GX nutzt, dann muss auch da der Bluetooth eingeschaltet sein. Kommen wir nun zur Positionierung. Die Positionierung soll mittig erfolgen. Und jetzt kommt natürlich dieses tolle Gel, was wir haben. Das müssen wir aufmachen. Dann schmieren wir hier ganz dünn, also nicht zu fett da drauf schmieren, sondern wirklich hauchdünn drauf geschmieren, um einen besseren Kontakt hinzubekommen. Und dann wird der Sensor mittig unter der Flasche positioniert. Das zeige ich euch natürlich auch gleich. Welche Besonderheiten gibt es? Eine Stahlflasche ist ganz klar, die ist magnetisch, da kann ich das runterklipsen, blub, fertig. Mehr ist es nicht. Bei einer Aluflasche muss ich einen sogenannten Spanner einbauen. Den zeige ich euch natürlich auch gleich. Und verlinke ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung, dass ihr, wenn ihr Alugasflaschen habt, den direkt mitbestellen könnt. Wenn ihr den installiert habt, sowohl an der Stahlflasche als auch an der Alugasflasche, müsst ihr darauf achten, ob in eurem Fahrzeug eine sogenannte Erhöhung ist, damit die Gasflasche positioniert wird besser. Das gibt es tatsächlich. Bei meinem ist das auch der Fall. Dann sollte man sich entweder selbst Absteinzeiter bauen, in Form von einer Dachlatte, wie auch immer. Also Dachlatte kaufen, zuschneiden auf das Maß und dann, dass die Flasche einfach höher kommt. Oder man
kauft sowas. Ich glaube, das gibt es sogar fertig bei Amazon. Ich habe mir hier die einfache Variante, ich habe einfach eine Dachlatte genommen und habe die zusägt oder werde mir eine Dachlatte nehmen und die zusägen. Ja, dann wollen wir jetzt mal zu einem praktischen Teil kommen und da werde ich mal ganz kurz umschwenken. Ja, ich habe gesagt, das wird praktisch. Hier habe ich mir meine Gasflasche besorgt. Keine Sorge, diese Gasflasche ist definitiv leer, weil die muss ich tauschen noch. Hier habe ich den Sensor. Ihr habt ja gerade gesehen, es ist eine Alu-Gasflasche. Und dazu braucht man so einen Spanner. Der kostet, ich glaube, 15 Euro. Der war jetzt nicht die Masse. Der Sensor an sich kostet auch nur paar 60 Euro. Also auch nicht die Masse. Also man kann relativ kostengünstig seine Flasche erfassen. Ja, jetzt haben wir das Thema Alu nicht magnetisch, wie eben ja schon gesagt. Dafür der Spanner. Jetzt ist es so, jetzt habe ich hier den Sensor. Jetzt mache ich da so ein wenig von dem Zeug drauf. Von der Paste. Hm? Ihr seht, das ist wirklich nicht viel. Ich gucke mal, dass wir uns... Man kann es kaum sehen. So wenig ist das. Dann geht man her und nimmt die Flasche. Ich lege sie mir meistens so seitlich hin oder werde sie mir seitlich hinlegen. Warte mal, ich schwenke mal ein bisschen runter. Man muss ja nicht mein Gesicht sehen. Viel wichtiger ist ja das, was ich hier zeigen will. Jetzt seht ihr das. Ich habe das, mache das jetzt so, dass ich das hier schon mal so ein bisschen vorpositioniere. Und dann ist es wichtig, dass der Sensor mittig sitzt. Ich drehe den mal ein bisschen wegen den zwei Knöpfen da oben drauf. So. Ich habe immer noch die Möglichkeit, das ein bisschen hinterher zu schieben. Ne? Und dann sollte er so einigermaßen mittig sitzen. Jetzt haben wir den Sensor positioniert und was ich eben meinte mit dem Vertiefung, bei meinem Wohnmobil, das zeige ich euch gleich draußen, ist so eine leichte Erhöhung, so dass die Flasche hier drinnen sitzt. Und dafür bauen wir uns natürlich, dass sie wieder hier außen drauf sitzt, die Flasche. Bei einer Stahlflasche ist es genauso, nur dass ich da nicht diesen Spannring brauche. Das ist eigentlich die ganze Positionierung, worauf man achten sollte. Wie gesagt, mittig drauf. Ja. So dass man dann auch wirklich einen vernünftigen Messwert bekommt. So, ich bin jetzt am Handy. Ich will das ganze Ding jetzt einrichten. Dazu brauche ich natürlich eine App. Eine App kriegt ihr einmal in Google Play Store und einmal im Apple Store oder App Store bei Apple auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das heißt bei Apple, weil ich bin kein Apple-Nutzer. Ich gehe auf meinen Play Store. Dann gehe ich hier oben auf Suchen und dann nenne ich das Mopica App Deutsch. Da hatte ich schon einmal nachgesucht. Und dann gibt es hier diese App, die nennt sich Tankcheck. Hier so ein bisschen kurz erklärt. Da draufklicken. Ich habe sie mir schon mal runtergeladen und ich will sie mir jetzt nochmal installieren. Sie ist nicht groß, 6,6 Megabyte, das hat jetzt noch nicht mal eine Sekunde gedauert, dann ist sie schon runtergeladen und jetzt kann ich die ganze öffnen. Dann fragt er mich, ob er den Starter benutzen kann, ich sage nicht zulassen. Press OK to enable Bluetooth Scan Permission. Okay, ja, ich soll... Ja, zulassen. So, jetzt ist das Gerät, oder beziehungsweise die App wartet jetzt darauf, dass ich das Ganze starte. An dem Sensor muss ich jetzt ungefähr 10 Sekunden lang drauf drücken. Das mache ich mal. Ich habe die Flasche auf meinen Schoß. Ne? Nicht wundern. Und dort drücke ich auf Sync. Das ist der grüne Button vom Band. Und den hatte ich ungefähr 10 Sekunden fest.
Man siehe da, dort ist auch gleich der neue Sensor gefunden worden. Er sagt, das ist eine schlechte Qualität. Ja, könnte daran liegen, dass er nicht installiert ist. Aber wir können schon mal ein wenig konfigurieren. Das heißt, wir können, die App ist dummerweise in Englisch, aber wir können ja schon mal sagen, wie der Sensor heißen wird. Und bei mir heißt er dann Alugas, weil damit ich weiß, okay, das ist von der Alugasflasche. Tank Region Selection. Ja, wo ist der Tank verbaut? Hier steht Other Europe. Das ist auch richtig, wir sind in Europa. Und das würde ich einfach so einstellen. Dann haben wir Tank Size. Da haben wir 6, 11, 12, 14, 18 und 48 Kilo. Ich habe eine 11 Kilo Flasche, deswegen stelle ich 11 Kilo ein. Dann fragt er mich, möchte ich irgendwelche Quality Threshold haben? Threshold ist im Prinzip ein Parameter, den ich vorgeben kann, wann ich benachrichtigt werden will. Ne, ich kann sagen 1 oder 2 und dann machen sich hier unten so zwei Dinge auf. Ne, also so Notification ist also Benachrichtigung. Ne, und dann kann ich halt sagen, okay, wenn es kleiner als 20% ist, möchte ich benachrichtigt werden alle 12 Stunden oder auch nicht. Ja, dann gehe ich zurück. Wie eben gesagt, die Flasche ist definitiv leer. Jetzt werde ich den Sensor nochmal installieren, damit ihr dann auch gleich seht, was da passiert. Jetzt ist er installiert und dann sagt, es wären jetzt noch 2% drin. Zack. Und jetzt sehen wir, okay, er sagt 0% Gas sind drin. Das wäre die Installation oder beziehungsweise die Inbetriebnahme über die App und auch jetzt natürlich der Betrieb letztendlich. Ich kann jetzt immer sehen, wie viel drin ist in meiner Flasche. Jetzt auf die Victron App. Dort bin ich auf Lokal, da sehe ich dann schon mein Servo. Da klicke ich hier drauf, dann sage ich Remote-Konsole. Jetzt muss ich mein ganzes Handy so ein bisschen drehen, ne, damit ich jetzt auch das angezeigt bekomme. Ups, da bin ich schon ein bisschen weiter als ich wollte. Gehen wir auf Seiten. So sieht das Ganze aus, wenn ihr reingeht in die Remote-Konsole. Ist ja auch bekannt, denke ich mal. Dann geht man auf Menü, auf Einstellungen. Und jetzt scrollt man fast bis ganz unten. Das nennt sich, glaube ich, IO-Dienste oder was. Das ist wirklich fast unten. IO oder I-O0. Jetzt habe ich jetzt digitale Eingänge und Bluetooth-Sensoren. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, das ist ein Bluetooth-Sensor. Jetzt hat er den schon gefunden, weil ich kontinuierlich die Scan eingestellt habe. Also jetzt werde ich die Flasche aktivieren, dass ich die auch in meinen angezeigt bekomme. Na, ach, ich mit den dicken Fingern. Das ist ja irgendwie. So, jetzt sehen wir hier die Alugasflasche. Erstmal ist der Status okay. Level ist 0%, noch verbleibend 0 Liter. Das Dumme ist bei Victron, man kann noch nicht Kilogramm einstellen, sondern nur Liter. Denn die Temperatur und die Batteriespannung vom Sensor. Dann gehe ich jetzt einmal auf Gerät. Da sehe ich jetzt verbunden, ja, denn welches Produkt das ist. Hier kann ich den Namen vergeben für den Sensor, damit ich auch im Servo sehen kann, wie welche Flasche das ist. Sonst ist die Seite relativ uninteressant. Kommen wir zu der Seite, die ein bisschen interessanter ist. Hier gebe ich die Kapazität ein. Da habe ich verschiedene Möglichkeiten, also Volumeneinheiten, nee, anders. Kapazität gebe ich ein, wie viel Kapazität die Flasche enthält. In meinem Fall 11 Kilo, deswegen habe ich 11 Liter eingetragen. Sensorwert, wenn leer. Da gibt es eine Tabelle anhand der Gasflaschen, wenn der Sensorwert leer anzeigt. Das gleiche gibt es auch mal für den Sensorwert voll, aber das sind Annäherungswerte. Das sage ich gleich dazu. Denn welches Gas enthalten ist, ob LPG oder, warte, ich kann mal draufklicken. Achso, hier kann er, das sind wohl die anderen Sachen, die ich noch alle messen kann. Ich habe jetzt LPG gewählt, weil ich habe Gas. Dann fragt er mich Butanverhältnis, 0% und Volumeneinheit ist Liter. Und hier unten kann ich nochmal den Sensorwert gerade sehen, 3,8 cm. So, das wäre die Einrichtung über die Victron App. Und dann, wenn ich hier auf Seite gehe, dann sehe ich hier unten Alugasflasche 0%, 0 Liter, in meinem Fall dann 0 Kilogramm. Oder auch wenn ich in den Anzeigemodus gehe von den Tanks, sehe ich Alugasflasche hat 0%, was auch gleich 0 Liter sind.
Ja, ihr habt jetzt gesehen, wie funktioniert das Ding, wie muss ich das positionieren und wie mache ich die Inbetriebnahme der beiden verschiedenen Varianten, einmal über die Smartphone-App und einmal über den Servo. Ich hatte euch versprochen, dass ich noch den Bonustipp hinzufüge. Das tue ich natürlich auch gerne. Dazu brauche ich natürlich auch gleichzeitig nochmal die App, weil da sehe ich jetzt gleich nicht nur den angenäherten Wert, sondern auch den reellen Wert. Weil ich weiß, dass meine Flasche leer ist, kann ich den reellen Wert ablesen. Wenn ihr das natürlich nicht wisst, müsst ihr warten, bis die Flasche leer ist und dann könnt ihr den reellen Wert ablesen und den dann bei euch in den Servo eintragen, damit ihr auch nicht irgendwelche anderen Messwerte bekommt. Ja, ich bin nochmal ganz kurz an der App, beziehungsweise an meinem Handy. Dort gehe ich auf die Mopeka-App. Da haben wir nochmal diese 0%. Jetzt gehe ich da drauf und dann sage ich mal einrichten da oben. Und jetzt seht ihr, hier unten kann ich bei Tank Level Units Percent auswählen, Zentimeters oder Inches. Und wenn ich jetzt auf Zentimeter gehe und gehe wieder zurück, dann sehe ich, aha, 3,8 Zentimeter sind in der Flasche als leer. Das ist meine Höhe, die jetzt noch misst, wo ich sage, jo, die Flasche ist wirklich nicht mehr zu verwenden. Ja, in diesem Video habe ich euch gezeigt, wie man die Gasflasche messen kann. Einmal die Funktion habt ihr mitgekriegt, denn wie positioniere ich das am besten? Und auch die Inbetriebnahme über die zwei verschiedenen Systeme. Dann bleibt nur noch eins. Viel Spaß beim Nachbauen. Wenn ihr mein Video gefällt, hinterlasst mir doch gerne ein Abo. Über jedes Like freue ich mich auch. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns bald wieder.